Schön, sehen wir uns wieder einmal. He? Ja, schon lange nicht mehr, aber ein bisschen rote jetzt diesmal. Gell? Genau, das tun wir rote probieren. Und zwar gehen wir nach Umbrien. Umbrien ist eine Region, die im Herzen so ein bisschen von Italien, vom Stiefel ist. Südlich von der Toskana, also grenzt an Toskana, Emilia-Romagna. Und im Süden an Lazio, Rom. Ja. Und auf der anderen Seite, Adria-Seite, sind wir dort bei der Marke. Und möglicherweise auch sogar ein bisschen Abruzzo, das weiß ich aber nicht genau. Und Perugia ist ja dort die Hauptstadt. Also so der Hauptort der Region. Ja. Und dort in der Nähe ist der Ort Bevagna. Bevagna ist ein kleiner Borgo. Mittelalterlich, wirklich sehr schön. Das müssen wir nochmal anschauen. Also ich bin schon mal dort gesehen bei ihm. Ist wirklich sehr herzig und schön gemacht, schön ausgeputzt. Also wirklich etwas sehr, sehr toll. Nicht so allzu touristisch, aber schön eingebettet. Schön eingebettet in die Landschaft, in die Hügellandschaft. Aber damit wir nicht allzu lange über die Hügellandschaft reden, reden wir jetzt einmal vom Wein reden. Genau. Wir haben hier einen Produzent, das ist der Milzierde Antonov. Ja. Kleiner Brauerbetrieb, macht einen sehr guten Rosso di Montefalco und einen Sagrantino. Und Sagrantino, ja. Und Montefalco ist ja die Ortschaft, die man kennt, vor allem für den Sagrantino. Mhm. Also dort ist die Sagrantino-Traube daheim. Ja, das ist dort und nur dort eigentlich in Italien. Eigentlich, die Fisch schön schnitt. Ja. Und jetzt haben wir hier den Rosso. Rosso di Montefalco. Mhm. Dann kannst du ja mal sagen, was wir da innen alles finden. Da finden wir den Sangiovese hauptsächlich, grossen Teil. Und Merlot und Sagrantino jetzt noch drin. Sehr also Sangiovese vielleicht? Sangiovese Hauptsorte, also die drin ist. 70-80%, ja, genau, oder? Ja, ja. Und dann noch ein kleiner Teil von Sagrantino, der dort heimisch ist. Und der Merlot, der dann der Wein vielleicht auch noch ein bisschen weicher strukturiert, damit eine eigene Struktur drin kriegt. Ja. Wird in grossen Eichenfässern ausgebaut. Genau. Sehr kräftiger Wein. Also vinifiziert wird er ja, also zusammen, da werden die Rebsorten vorher und, dann kommt er ins Eichenfass. Genau. Ich glaube ca. 18 Monate, je nach ich Jahrgang. Ich glaube, ja, ungefähr. Ja. Je nach Jahrgang. So. Also von dem her, der Seid ist schon relativ lang ausgebaut im Holz. Säure, Komplexität. Ja. Und auch der Alkoholgehalt. Also es ist dann schon, das gibt nicht dann schon wenig. Gibt dann schon ein Wein, der irgendwie 15-15,5 Volumenprozent hat. Also ist ganz sicher ein Essensbegleiter. Hm. Aber jetzt wollen wir mal probieren. Ein Essensbegleiter für ein kräftiges Essen. Ja, was essen Sie denn so in Umbrien, weißt du das? Nein, sehr fleischbetont, sehr, oder? Auf jeden Fall, ja. Also sehr, ist eigentlich sehr fleischbetont. Auch denkbar, aber wild auch noch viel. Wild, ja. Und würziger Käse. Auf jeden Fall, ja. Sehr würziger Käse, oder? Also zu dem passt sicher. Also Fleischwaren, Salumi, Aufschnitt. Ja, das schon auch, ja. Aber grilltes Fleisch. Wildes Fleisch auf jeden Fall. Oder? Ja. Ja, das tun wir gerne dort, ja. Und jetzt in der Farbe, schön rubinrot, kräftig. In der Nase, also ein bisschen Kirsennoten, die Blumen. Ja, ja. Das hat er einfach. Kommen schön zur Geltung. Ja. Gell? Immer noch tanninhaltig, merkt man schon. Also man spürt Tannin. Man spürt auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt noch ein 16er-Jahrgang. Aber schön weich, ist also nicht... Das ausgewogen. Ist, ja, genau. Ausgewogen. Also man merkt einfach, dass er im Holz war. Ist. Ja. Aber es ist jetzt ein Jahrgang 16. Mit der Flaschenreife tut er natürlich auch die Säure abbauen. Oder? Und das merkt man jetzt. Es ist aber auch gut, wenn er die Säure noch ein bisschen hat. Das Holzige. Ein bisschen, ja. Weil dann merkt man auch, der Wein ist nicht. Der ist wirklich jetzt sehr schön zum Genießen. Das ist ganz toll. Oder? Und zum Fleischblättchen oder was auch immer. Für die, die das gerne haben. Ist das etwas Tolles? Ganz super, ja. Also mi Wein. Die Wein. Mi Wein. Super. Die Wein. <Und dann. lacht>